Ja, hallo zusammen, hier ist der Fitnesskommissar 70 mit einem weiteren Gastreplay und hier haben wir ein Replay von Flanders aus dem Clan Slam mit der 3 geschrieben, ne? Und zwar mit dem 121B10er Premium-Panzer der Chinesen. Mittlerer ist das. Jawohl, hier auf Malinowka in einem 10er 9er Gefecht und wir haben hier 6 10er 9 9er, ne? Ja, sind auf der Westseite der Map gestartet, der fährt jetzt hier hoch Richtung Hill. Oh, da hat er schon den ersten Kandidaten erblickt und schon mal ein Schüsschen auf den gegnerischen Stritzwagen 103-0 gemacht. Ja, wir haben gesagt 6 10er und 9 9er, darunter 5 Heavys, 3 mittlere Panzer, 5 TDs, Highlight und eine Art. Die Munitionsverteilung hat er 14 mal AP mit 390 Damage, 261 Durchschlag, 31 mal Heat als Premium-Munition mit 350 Durchschlag und dann 5 mal HE sogar dabei mit 480 Damage, 105 Durchschlag. Und eine Feldausrüstung hat er auf der Position 1 Lüftung, die man mit allein, also die verbesserte Version, ne, die man allein erwerben kann. Auf Position 2 den verbesserten Ansetzer, ne, und auf der 3 den verbesserten vertikalen Stabilisator und nochmal mit Anleihen auf der Position 4 den Ansetzer auch noch aktiviert. Jawohl! Dann haben wir hier großes Red Kit, großes Mid Kit und dann Rationen für die chinesische Crew. Peking-Ente süß-sauer oder was? Keine Ahnung. Ration ebenfalls. So. Ja, dieser Premium-Panzer. Ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man den erwärmen kann. Oder konnte. Weiß ich jetzt im Moment nicht. Habe ich nicht recherchiert. Jedenfalls hat er hier eine schöne Tarnung drauf. Sehr sneaker Panzer. Ihr werdet ihn kennen, den 121B. Macht auch nichts. Jetzt schauen wir hier erstmal ihn hier über das Kanonenrohr, beziehungsweise durch das Rohr. Erster Schuss in Richtung CS. Was kam denn da hoch? 59. Der ging aber da vorbei, der Schuss. Mission hat er auch. Reloadzeit hier 5,89 Sekunden. Oh! 50. AMX-50B. Hat sich erstmal eine gefangen. Da gab es auch noch gleich Unterstützungsschaden. Ja, ist ein bisschen wild hier mit der Kamera. Der Flanders ist immer ganz nah am Mausrad. Ui, ja, da prallt ein E7 ab und fängt sich eine ein mit 530. Da dreht er jetzt um. Fährt er zurück. Verlässt den Hügel. Jawohl. Ah, hier nochmal ein Schüsschen. Versuchen auf den 60 TP. Aber nee. Nur da. Oh, zwei Gunmax drauf. Habe ich gerade gesehen. Da sind aber keine Sterne drauf. Ist bei dem Premium-Panzer irgendwie was anderes drauf? Oder ist das ein Skin oder was? Keine Ahnung. Ich habe gerade zwei Gunmax da drauf gesehen. So ungefähr. Ah, schön. Erstmal eine rein in den AMX-50B nochmal. Und der AMX geht raus. Jetzt E7. Erstmal 410 eingeschenkt. Und zack, nächste. Ja, ich sag nochmal ein bisschen was zum Panzer hier. Und zwar 55 km vorwärts, 25 km rückwärts. 2,1 Sekunden Einziehzeit. Ne? 5 Grad kriegt die Kanone nach unten. Aber sonst wirklich ein schnicker Panzer. So, wer versteckten sich da hinter dem AMX-Brack? Ist das die E7? Jawohl. Versteckt sich. 5 zu 5 steht es. Haben wir jetzt die Mission schon gesagt? Nein. Ui, Hütchen weggeflogen. Vom Objekt 257. Wir gucken mal nach der Mission, glaube ich. Oder? Da kommt noch ein Jagdtiger. Interessant. War das ein Jagdtiger? Nein. Was erzähle ich denn da? Badger. Jagdtiger. Ich bin ja doof. Wie komme ich denn auf Jagdtiger? Ach, weil der eben in der letzten Runde dabei war. Badger. Naja, klingt ja auch fast gleich. Schreibt sie auch gleich, ne? Jagdtiger und Badger. Ja. Kann man mal verwechseln. Naja. So, 7 zu 7 steht es.
Wir gucken nach der Mission. Union 12. Klingeln deine Ohren. Ach so. Kenne ich auch nicht, diese Mission. In Richtung Chimera. Ich dachte, ich lese eben nicht richtig. Klingeln deine Ohren. Boah, schön. Den 60 TP. Da kriegt der eine von FV4005. Eine 636 HE-Schelle. Die war bitter. Conway prallt ab. Zu 7 steht es. Ja, ist schon interessant, ne? Der Flanders hier spielt immer in Schützenansicht. Sieht man nicht so oft. Naja, er hat sich dran gewöhnt, so zu spielen. Jeden seins, ne? Andere macht das ein bisschen nervös. Wichtig ist, dass er die Minimap beobachtet nebenbei. Ansonsten soll uns das nicht stören. Was mich stört, ist nicht. So. 2256 Damage. 400 geblockt. 4702 Aufklärungsunterstützungsschaden. Ein 100 um Hilfe gebeten. Der Flanders unterstützt ihn und wieder geht's hoch zur Mühle. Den Badger. Den getarnten Jagdtiger. Ja, es war mein Versprecher. Ich wollte jetzt nochmal einen Witz draus machen. Naja. Ist, glaube ich, nicht angekommen, ne? Nee. So, der Badger ein an der Mühle. Nein, der wird weggefahren sein. Glaub nicht, dass er hier oben noch steht. Er wird sich zurückgezogen haben. Ah, hier unten steht er. In der Senke. Und da ist der FV4005. Ah, ja. Oh, schön den Schuss reingefahren. Der FV. Ja, nochmal einen zweiten hinterher. Und da geht das Dixie-Klo mit dicker Kanone raus. Das war bestimmt keine billige Runde für diesen Mitspieler. So, 10 zu 7. 5400 Aufklärungsunterstützungsschaden. Und dann haben wir ja 3200 Damage. 10 zu 7. So. 6,5 Minuten noch. Da unten ist der Conway. Der geht gerade raus. Und da gibt es eine vom Stritzwagen. Uiuiui, 413 Hitpoints hat er noch. Da hat der Stritzwagen geschossen. Achso. Ach, ja. Da konnte er leider nochmal drauf wirken, der Stritzwagen. Und hat ihn Flanders hier rausgenommen. Bitter. Ja, wir schauen mal, wenn der Rest hier. Ich glaube, in einer halben Minute ist er gleich hier. Weiß ich nicht. 6 Minuten haben wir noch. Oh, er geht auf der Arti. Nein. Auf den K91 PT. 12 zu 8. Jetzt den Conway. Wir gucken mal ein bisschen. Wenn sich das nicht so lohnt. Ah ja. STB1 wird gerade auseinandergenommen hier. Von dem Schafo Tour. 12 zu 8. So, jetzt mal die Grille. Der V2. Uiuiui. Da wird aber hin und her gewechselt. Ja, kann man sich mal angucken, den blauen E100. Roms macht die Kiste. Oh, der Flanders schreibt schon 10k kombiniert. Und dieses Gefecht ist zu Ende und wir sehen uns in den Stats. So, und dann kommen wir zu den Stats. Ja, natürlich wusste ich, dass er zwei Gunmax drauf hat.
Hat mich bloß über diese Kringelchen oder diese Würmchen gewundert. Ja, und jetzt hat er ein drittes Würmchen auf seiner Kanone. Und hier den dritten Stern hier in der Auswertung. Wunderbar, dritte Gunmark. Und dann haben wir hier das Panzerarsenal-Speer. Wirkungsfeuer 98.478. Shredded XP kommen wir später. 7 von den Anleihen und den Wachposten. Ja, Überschrift hilft ja auch hier dabei. Die neue Kamo-Op für die Gunmark. Jetzt kommen wir aber erstmal zum Teamscore. 4436 Damage, ein Kill, 1227 Base-XP, auch noch die meisten XP vom Team. Dann gehen wir in den dritten Report rein, 18 Mal geschossen, 13 Mal getroffen, 11 Mal durchschlagen, 3311 Damage über 300 Meter, 400 geblockt, 6900 Aufklärungsunterstützungsschaden weiterer Teammitglieder. Und Herr Flenders, das macht nicht nur 10k kombinierten Schaden, wie er es geschrieben hat, nein, es macht 11.336, ja, kombinierter Damage, jawohl. 3,6 Kilometer gefahren, dafür gab es 65.652 Credits, abzüglich Repair, Munition und Ration. Minus 18.392, macht nichts bei so einer geilen Runde. Ja, und in der Minute 8,33, so gesagt, wurde er ja dann leider von dem Stritzwagen 103-0 rausgenommen. Und das Gefecht haben wir dann zu Ende gesehen, ja, 10 Minuten. Anderthalb Minuten haben wir uns dann nochmal dieses Gewechsel angeguckt. Ja, er hat ein paar Panzer durchgeschaltet. Und ich fand ja eher 100 mit dem Blau und den ganzen Skin drauf. Sah auch ganz nett aus. Ja, dann haben wir hier die Basis-XP plus 92 für das Premium-Fahrzeug dazu. Macht 1933 XP und 92 freier V. Ja, schöner Panzer, schöner Skin drauf. Hat mir sehr gut gefallen. Ich hoffe euch auch. Ich weiß, Herr Flenders ist ein bisschen nervös mit dem Mausrad. Muss man sich dran gewöhnen. Fährt immer im Schützenansicht. Alles egal. Sehr schöne Runde. Dritte Gunmark. Alles dolle gemacht. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich sage ciao. Bis zum nächsten Mal.